So. Guten Tag. Ich hab gehört, hier gibt's was zum Zerhauen. So, okay, Stampferattacke habe ich jetzt auch schon gelernt. Da drüben leuchtet schon der Powerstab. Okay, dann auf und davon. Das ist ein Dino-Ei. Erstmal gucken, was macht er denn so? Ich kann hinter ihn gelangen. Ha! Siehst du mal. Einfach von hinten Arschtritt in die Fresse. Das kann ich. Nein! Ich bin hier. Hey du, ich bin hier. Ist ja schon fast ein bisschen putzig, ne? Weil ich habe die Dinger echt gefressen seit Super Mario Sunshine. So, natürlich wieder die üblichen Regel der drei Dinger. Okay, geht auch ohne Springen. Gut. Hey, cool. Ich wollte eigentlich noch mehr davon, aber durfte ich nicht. So. So, komm. Einfach mal ein bisschen um dich herum. Bist ja nicht so schnell. So. Hey. So. Gleich ist da wieder Ende Gelände. So, keine Ahnung, ob das was bringt, wenn man da halt drauf schießt. Wahrscheinlich nicht, aber ich hab's getan. Okay, wir kommen zu unserem allerersten Powerstern. Stern erhalten! Du hast einen Powerstern erhalten. Dino Piranha Juniors Schleudertrauma. Oh Gott, Galaxie. Ui. Jede Menge Sternteile. Ui. Und Münzen. Nie verkehrt. Hallo? Du musst Mario sein. Meine Luma haben mir berichtet, was im Pilzkönigreich vorgefallen ist. Dieser Powerstern gehört uns. Danke fürs Zurückbringen. Zu schade, dass der Unhold entwischt ist. Übrigens, mein Name ist Luba. Ich wache über diese Luma hier. Mein Name ist übrigens nicht Patrick Star. Ob du es geglaubt hast oder nicht, du stehst gerade auf einem Raumschiff. Wir Luma haben diesen kleinen Planeten in ein Schiff verwandelt, um durch das Weltall zu reisen. Siehst du, was mit unserem Raumschiff passiert ist? Dieser Unhold hat Meteoriten auf uns geschleudert und dabei wurde das Schiff zerstört. Durch die Erschütterung sind auch einige Mitglieder meiner Mannschaft über Bord geschleudert worden. Mario, soweit ich das verstanden habe, hat der Unhold also deine Prinzessin entführt. Aber er hat auch vor uns nicht Halt gemacht. Dieser Unhold hat alle unsere Powersterne entwendet. Unser Raumschiff benötigt die Energie der Powersterne, um fliegen zu können. Ohne Powersterne stecken wir hier also fest. Oh, süß. Dieser besondere Luma unter deiner Mütze. Ich hätte ihn nie an einen solchen Ort vermutet. Augenblick, jetzt verstehe ich. Nur seinetwegen kannst du die Sternkraft verwenden. Gut, dann habe ich einen Vorschlag. Du bist auf der Suche nach der dir kostbaren Person in den Weiten des Universums, ist es nicht so? Ganz genau, oder das stimmt. Ich kann nicht sagen, nö. Warum habe ich denn überhaupt eine Dialogoption? Wie wäre es,
wenn ich dir ein Raumschiff besorge. Um durch Raum und Zeit zu schippern, benötigt dieses Schiff jedoch die Energie der Powersterne. Du wirst uns also helfen müssen, Powersterne für das Schiff zu finden. Einverstanden, Mario? Na klar, aber gerne. Wieder, ich kann es nicht ablehnen, hä? Sehr gut, wir haben eine Abmachung. Haben wir das? Ich konnte ja nicht ablehnen. Alle mal herhören. Wir haben einen Plan. Ich möchte, dass hier gleich alles so raumschiffig wie möglich aussieht. Lubas Quo hat das Raumschiff repariert. Es sieht nun wie Mario aus. Nun, was denkst du? Ein Schiff nach deinem Vorbild sieht gut aus, nicht wahr? Oh, wie bitte? Es gefällt dir nicht? Solange wir nicht das Raumschiff irgendwann so ausbauen, dass daraus ein ganzer Mario wird und wir mit diesem ganzen Mario dann gegen den Bowser kämpfen, da er ja auch so groß ist. Sieh es mal so. Wenn es jemals in einen Asteroidensturm verloren geht, gehen sollte, weiß man gleich, wem es gehört, wer es gebaut hat. Überzeugendes Argument und noch dazu sehr praktisch, nicht wahr? Ich ernenne dich hiermit zum Steuermann dieses Raumschiffs. Mögest du es weise durch das weite Sternenmeer navigieren. Du kannst nun das Raumschiff Mario erkunden oder gleich das Steuerrad übernehmen und den Kurs bestimmen. Es ist deine Entscheidung, schließlich bist du der Steuermann. Okay, wir gucken uns aber erstmal um. Es wurde gespeichert. Wupptidu. Was mit dir? Wenn euer Spiel verlassen will, drücke Minus oder Plus und wähle dann Speichern und Beenden. Auf einer langen Reise wie dieser ist es wichtig, ab und an eine kleine Pause einzulegen. Ach, Ivo. Okay. Das ist mein Raumschiff, ja, mit extra Schild. Springe mehrmals hintereinander, um höher zu kommen. Springe dreimal hintereinander für einen Dreiersprung. Achso, das ist hier wieder das Laufen. Ja, ja. Was mit dir? Auch Helden brauchen Hilfe. Mit einer zweiten Wii-Fernbedienung kann jemand den Stern für dich lenken. Er kann auf Befehl mit A Feinde aufhalten und sie durch Schütteln der Wiimote durch die Luft schleudern. Das ist ja toll. Volles Koop-Spiel hier. Wenn du läufst und Z genau vor einem Sprung drückst. Wo war denn hier nochmal Z? Da. Bei der Wii-Fernbedienung und Nunchuk, ne? Ich muss ständig gucken, wo sind welche Knöpfe. Furchtbar. Machst du einen eleganten Hechtsprung. So und. Ah, okay, ja. Das ist dann, wenn er in die Hocke geht hier. Genau. Okay. Ich erinnere mich, das hatten wir im Vorgänger auch schon. Wieder hoch, danke. So, ab auf die Nase. Oder generell, hier mal gucken. Hier ist auch wieder ein Schild. Wenn du springst und während du mit der Z-Taste in der Hocke bist, verführst du einen Rückwärtssalto. Ups. Ups. Nicht sprechen. Ah, so, okay. Ups, ja, ja, okay. Mit Münzen kannst du deinen Lebenskopf wieder auffüllen. Wenn du gerade keine siehst, springe auf einen Feind, um eine Münze zu erhalten. Richte die Wii-Fernbedienung auf dem Bildschirm, damit der Sternzeiger erscheint. Deute nur mit dem Sternzeiger auf Sternteile, um sie aufzusammeln. Ziele mit dem Zeiger und drücke B, um Sternteile zu verschießen. Okay. Okay, das kenne ich ja schon, das habe ich ja schon benutzt. Versehentlich, weil ich einfach irgendwelche Tasten ausprobiere und so. Okay. Na gut, aber sonst ist jetzt hier tatsächlich nicht so viel. Was trödest du hier rum? Mach schon, hol dir Powersterne. Ja, werde ich wohl auch tun müssen. Das hatten wir schon, ne? Genau. Okay, hier ist noch ein Schild. Ich glaube, das hatten wir jetzt auch schon. So groß ist ja unser Raumschiff nicht.
das haben wir auch. Okay, dann ab ans Steuerrad und auf und davon. So, es geht tatsächlich ein bisschen schneller. Okay. Das ist also die Galaxienkarte. Zeige einfach mit dem Zeiger auf dein gewünschtes Ziel. Bist du bei der entsprechenden Galaxie angelangt, drücke A, um sie anzusteuern. Dieses Raumschiff fliegt mit der Energie der Powersterne. Mit unseren jetzigen Energiereserven kommen wir mit dem Pfeil bis hierhin. Um noch weiter zu gelangen, müssen wir noch mehr Powersterne bergen. Los geht's, für deine Prozesse wie für uns. Du bestimmst den weiteren Kurs, Steuermann. Okay, was ist das hier? Achso, das ist die Hochkartengalaxie, aber da gäbe es dann theoretisch dann noch einen Stern. Okay. Sternen-Yoshi-Galaxie. Klingt gut. Gehen wir hin. So, dann mal endlich Yoshi befreien. Bin ich immer gespannt. Ach, guck mal, das sind sogar Gegner aus Yoshi Island und so. Okay. Kann ich gleich auf die Pflanze da feuern? Jo. Nicht, dass es irgendwas bringt, aber ich kann es tun. Kann ich auf die Pflanze springen? Jo. Ich bin bei Pflanzen bei Mario immer ein bisschen vorsichtig, aufgrund der 2D-Teile, die da ja dann doch so ein bisschen anders waren teilweise. Da kannst du ja nicht immer auf die Pflanze springen. Ich habe inständig gehofft, Yoshi würde uns dabei helfen, den Powerstern zu bergen. Er steckt in diesem Ei. Befreie ihn und gib den Ton an. Dann ist er sicher eine große Hilfe für dich. Na, gucken wir mal. Okay. Oh, okay. Okay, da kommen wir so nicht durch. Ha, jetzt habe ich dich. Ja, ja, ist ja gut. Nicht alle auf einmal, ihr ollen Gummas hier. So. Yoshi, ich bin da. Wer noch? Yoshi! Yoshi ist aus dem Ei geschlüpft. Du hast mich gerettet. Ich wollte meinen Freunden helfen, aber Kamek hat mich eingesperrt. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie gemeinsam retten. Mach schon, hüpf auf meinen Rücken. Yoshi! Yoshi ist cool. Hallo, Yoshi ist der coolste Dino, den ich kenne. So, was kann er denn so? Ich hab keine Ahnung. Okay, das ist die Kamera. Vier Buttons habe ich auch nicht, ne? Ah, okay, so geht Essen. Okay. Ziel auf das, was Yoshi verschlingen soll und drücke B. Ja gut, das habe ich schon verstanden. Ich wollte eigentlich da hoch. So süß. Ich mag Yoshi. Yoshi ist der coolste. Von ganzen Super Mario Gedöns ist Yoshi der Beste. Und dann kommen die Geister. Man muss ja Prioritäten setzen. Da komme ich so nicht hoch, okay. Okay. So. Okay, er kann aber auch hier die Kristalle jetzt hauen. Hat Vorteile. Was ist denn das da für ein Schwein? Es knutscht mich. Ups.
Yoshi, bleib hier. Oh, geht doch. Ah!